Jetzt habe ich es, glaube ich, eingefangen, endlich einmal, und nach einem Traum nicht vergessen, dass allein aufgrund dieser Formgestalt, Struktur, Bauplans, der Innen- und Außeneinstülpungen und ihrer Körperlinien, Akzentuierungen und Proportionierungen und deren Handhabung und deren Exerzitien in den Wiederholungsakten des thanatoiden Wiederholungszwangs genau jenes entsteht, das dann zur Todesbegegnung mit dem Realen wird und das dann in der Folge zur Entstehung der dreidimensionalen Welt und des Bewusstseins und des Kann-doch-nicht-Wahrseins, dass alles das, was entsteht, wert ist, wieder eingestampft zu werden zu nichts als Ausgangspunkt dieser Drittveränderungsgesetzes der Matrix, die sich alles aneignet und alles subvertiert und alles bahnt und alle Weltvorstellungen und alle Wortvorstellungen und alle Bildträume im ganzen Kinofilm bahnt, lenkt, sich aneignet und von dem dann zurückgeschlossen werden kann, was daran fake ist. Und Schein und Screen und was die eigentliche Rotation des spiraligen Wirbels eines bodenlosen Fallens bedeutet. Jener Ungrund Böhmes, jenes Erblicken des Wassers im Ozean der Zen-Stoiker und so weiter.